willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Gerade jetzt, mitten in der entbehrungsreichen Fastenzeit. Eine Zeit, die aber auch uns allen Hoffnung und Zuversicht schenkt. Habemus Papam, oder wie es die Bildzeitung bald pathos geschwängert rülpsen wird: Wir sind Präsident. Und der andere? Ja, weg. Weil gegen ihn ermittelt wird, ein mutiger Schritt. Hätte ich auch nie gedacht, dass das Vernünftigste, was aus Hannover kommt, die Staatsanwaltschaft ist. Na, aber er, Wülfchen, der sich selbst unehrenhaft aus dem Amt gekegelt hat, grapscht jetzt nach dem Ehrensold, und den großen Zapfenstreich gibt's noch gratis. Unser Verteidigungsminister de Maizière hat noch gesagt, er sei ganz stolz und es freue ihn, dass Wulff dieses Angebot angenommen hat. Ja, wenn sich dieser Mann mit etwas auskennt, dann mit Angebote annehmen. Für das ist ein verlogenes, scheinheiliges Pack, aber für das Wachbataillon freut's mich, weil die kommen gar nicht mehr aus der Übung. Ne? Dreimal innerhalb der letzten 2 Jahre durften die da schon. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich als Soldat käme ja langsam ein bisschen verarscht vor. Ne, immer dieses, ja, und alles für Ehre und Vaterland, und dann müssen sie dauernd irgendwelche Nasen aus dem Amt klingeln. Ne? Erst Köhler, die Husche, der beleidigt in den Sack gehauen hat. Früher, da hatten wir Fahnenflüchtige. Ne? Naja, dann des Chingderassa Bumm für ihren Ex-Chef Karl Theodor. Klaut, betrügt und lügt dem Parlament die Hucke voll. Und jetzt Wulff, der Oberschnorrer und Nassauer. Und alle fragen sich nur, was für ein Lied wird er sich zum Abschied wünschen? Ich vermute mal, was von ABBA. Money, money, money. Oder sowas. Na, dass er, ich verstehe nicht, dass... dass er darauf nicht verzichtet hat, gerade in der Fastenzeit. Das wäre Stärke gewesen. Einmal, ja. Wenn Stärke... Sag mal, Priol. Tja. Mein Vorfeldlotse. Ja. Im Dienst, stellen Sie sich gut mit mir. Sagen Sie mal, Sie reden hier über Stärke und Wirken, aber selbst so ein wenig ausgemerkelt. Hä? Belzig, bitte. Keine billigen Wortspiele auf Kosten unserer Kanzlerin, ja? Oh, ja. Was ist denn los mit Ihnen? Ich heilfaste. Ach, du Schande. Heilschweigen wäre in Ihrem Fall angebrachter, ja? Stummfilme sind gerade sehr erfolgreich. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Es ist ein tolles Gefühl, wenn der Ballast verschwindet, wenn die Schlacken sich lösen. Bitte keine billigen Anspielungen auf Christian Wulff, ja? Zur Verabschiedung des Bundespräsidenten, Ehrenformation, Stillstand, Ehrenbezeugung. Bilderhalter, rechts, Ingreifschied, Arsch. Man sieht ja selber. Was war das jetzt? Das war der kleinstmögliche große Zapfenstreich, ja. Aber der Länge seiner Amtszeit durchaus angemessen. Ja, jetzt ist er weg, ne? Der Klinkerfürst aus Großburgwedel. Und schon wieder jemand, der eine Lücke hinterlässt, die niemand bemerkt. Ja, es hat schon was Tragisches auch, ne? Ein solch gestandener Christdemokrat, ein Vertreter des gepatchwork-tätowierten, modernen, weltoffenen und bunten Deutschland muss gehen, nur weil er mal Urlaub gemacht hat auf Kosten seiner Freunde. Ja, jetzt hat er lebenslangen Urlaub auf unsere Kosten. Ja. Ist es nicht schön,
dass eine solche Last auf viele Schultern verteilt werden kann. Das ist gelebte Solidarität. Ja, viele Schultern braucht's auch bei dem Ehrensold und den ganzen Nebenkosten. Ich hab's mal ausgerechnet, bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung wird uns der Bruder am Ende 20, 25 Millionen Euro kosten. Für nicht einmal 2 Jahre Amtszeit, hey. Ja. So ein rausgeschmissenes Geld. Ja, die Griechen überlegen schon, ob sie uns einen Sparkommissar schicken sollen. Und das alles nur wegen einer einzigen machtpolitischen Tageslaune dieser egoistischen Bundessparmamsell. Hätte die Merkel damals gleich den Gauk genommen. Ja, Belzig, bitte, bei allem Verständnis für Ihren Unmut, verkneifen Sie sich bitte jegliche Häme über diese beeindruckende Frau. Sagen Sie mal, ist das Überzeugung oder Unterzucker? Stetes Fasten schärft den Blick auf das große Ganze. Ich finde es bewundernswert, wie unsere Kanzlerin uneigennützig in der Präsidentenfrage über ihren Schatten gesprungen ist. Das beweist wahre Größe. Essen Sie mal was! Bei Ihrer präsidialen Anmut hätte sie das Amt doch gleich mit übernehmen können. Hat sie? Nein, hat sie nicht. Sie hat mit ihrer uneigennützigen Entscheidung in der Personalfrage Gauk unser Land vor einer tiefen Spaltung bewahrt. Also passen Sie auf. Ich hätte noch ein Müsli-Riechel oder ein Wienerle. Ist nicht mehr ganz neu, aber immer noch Bio. Die Hälfte der Deutschen wollte Gauk als Präsident. Ja. Die Bild-Zeitung wollte ihn als Präsident. Ha, schon wieder ein Präsident von Springers Gnaden. Aber jetzt muss der arme Kerl demnächst wahrscheinlich noch heiraten. Ja, für ein modernes Deutschland. Hören Sie auf. Dieses modern dauernd, das hat mich schon die ganze Zeit genervt. Ja? Die Tätowierung einer Präsidentengattin als Gradmesser für die Weltoffenheit eines Landes. Die hat ein Tattoo, wir sind tolerant. Ja? Was soll das sein? Der Ausgleich für unsere Toleranz bei den Nazi-Aufmärschen. Und die Jugendarbeit überlassen wir der NPD, aber macht ja nichts, weil in Schloss Bellevue lebt der Präsident eine wilde Ehe. Wenn das Moderne ist, wenn das, dann pfeife ich drauf. Also mal langsam, vielleicht sollten Sie es auch mal mit Heilfasten versuchen. Sie müssen doch anerkennen, Gauk steht für Hoffnung. Für einen unbelasteten Neuanfang. Hier, schauen Sie mal. Ach, du liebe Zeit. Geht das jetzt alles wieder von vorne los? Also schön, Bildinterpretation. Oh. Wir sehen einen Mann. Er bildet das Zentrum des Bildes und er befindet sich erkennbar in zweifelhafter Gesellschaft. Sein Glas ist leer. Möglicherweise hat ihn sein Begleiter rechts abgefüllt, um ihm ein windiges Rentenpapier anzudrehen. Aber wer ist diese Frau, die mit großer Entschlossenheit ihre Bratze auf seiner Schulter abgelegt hat? Wir kennen sie nicht. Nennen wir sie einfach die Frau mit den 2,5 Gesichtsausdrücken. Ja? Es ist ein jämmerliches, trauriges, elendiges Bild. Belzig, stopp, bitte. Nicht schon wieder Bildinterpretation. Ach, schade. Beim Gauk sollten Sie es mal mit Textinterpretation versuchen. Gerade gehen Sie doch mal online. Gerade Sie, was da im Netz alles kursiert, ja. Mein lieber Freund. Das Internet ist eine feine Sache. Für jede Frage gibt es eine passende Antwort, aber für jedes Vorurteil gibt es auch eine passende Bestätigung. Das steht mir hier. Nee. Deswegen faste ich online. Internetfasten, das befreit den Geist. Ja, und was machen Sie stattdessen? Na, essen halt, ne? Dieses Glaubersalz hat eine Wirkung, das ist, im Zusammenhang mit Maschmeyer ist es tödlich. Machen Sie mal alleine weiter, ich muss mich jetzt abführen. Ja. Aber, Priol, was ich noch sagen wollte, Papier ist aus. Ja. Bestell nächste Woche. Also, was ich ja bei dieser Suche nach einem neuen Bundespräsidentenkandidaten sehr interessant fand, das war vor allem, was ausgerechnet die Vertreter der großen Parteien gesagt haben, was sie sich vorstellen, was wichtig wäre. Ausgerechnet die Vertreter der Parteien haben gesagt, er soll überparteilich sein, also keiner Partei angehören, nicht in der aktiven Politik tätig sein, also keiner von ihnen sein. Das war ihnen ganz wichtig. Keiner von ihnen. Da habe ich überlegt, was ist das denn jetzt? Einsicht oder Selbstverachtung? Ja. Bloß keiner von uns. Wir kennen uns doch.
Und der nächste Papst bitte bloß kein Katholik. Oh. Oh. Und wenn... Wissen Sie, und wenn die Liberalen demnächst mal wieder einen neuen Vorsitzenden suchen, dann werden Sie auch sagen, bitte diesmal keine aus der FDP. Und dann hatten Sie unter den vielen Nonsenskandidaten endlich den Konsenskandidaten gefunden. Und dann haben Sie ihn, finde ich, geradezu unfairerweise mit unglaublichen Erwartungen, ja, ich muss das Wort sagen, Sie haben ihn zugeschissen. Westerwelle hat gesagt, er erwartet von Gauck, dass er das internationale Ansehen Deutschlands mehren wird. Habe ich gedacht, ja, du Vogel, das wäre dein Job gewesen. Ja, das internationale Ansehen. So. Das internationale Ansehen Deutschlands mehren. Bei der Vorarbeit der Bundesregierung sollte man dem Gauck da aber sehr viel Zeit für diese Aufgabe lassen. Wahnsinn, was Sie alles erwarten. Andrea Nahles erhofft sich von Herrn Gauck die Erneuerung der Demokratie. Philipp Rösler erhofft sich von Herrn Gauck mehr Begeisterung für die Demokratie. Angela Merkel erhofft sich von Herrn Gauck mehr Vertrauen in die Demokratie. Und Claudia Roth erhofft sich von Herrn Gauck, dass er die Demokratie wieder modern macht. Habe ich gedacht, aber Entschuldigung, genau dafür seid ihr doch zuständig. Genau dafür seid ihr gewählt. Ihr könnt doch jetzt nicht den schwierigsten Teil eurer Arbeit einfach an den neuen Bundesjogi abwälzen. Ich meine, Entschuldigung, was kann er denn machen, der Bundespräsident? Er kann ein wenig reden, er kann ein wenig mahnen. Bundespräsidenten waren immer große Mahner. Was hat der Roman Herzog zusammengemahnt? Damals mit seiner lustigen Fistelstimme. Und der Köhler hat teilweise auch gemahnt, ein Teilzeitmahner. Und sogar der Johannes Rau, der Bruder Johannes der Sanfte, was hat der ein Zeug zusammengemahnt? Und sogar der Wulf, der hätte gemahnt, hätte man ihn nicht weggemahnt, ne? Bundespräsidenten sollen mahnen und, hat jetzt auch einer gesagt, er soll gerade jetzt in der Finanzkrise soll er Denkanstöße geben in der Finanzkrise. Entschuldigung, wenn wir in dieser Finanzkrise etwas nimmer gebrauchen können, dann sind es Denkanstöße. Da ist alles gedacht, was da jetzt mal fällig wäre, wären wir ein paar Arschtritte, ja? Aber das kann man ihm natürlich nicht zumuten. Und was hat der Herr Gauck dann als erstes gesagt, als er in Berlin aus dem Taxi gestichen ist? Ja, tut mir leid, ich bin nicht mal gewaschen. Ja? Dachte ich mir, wurscht, Hauptsache weiße Weste. Hm? Also wenn auch nichts bleiben wird, der Satz wird bleiben. Ich bin nicht mal gewaschen. So erobert man das Vertrauen von Menschen, die nicht ganz sauber sind. Ich finde ja eines... Wir sollten unseren neuen Bundespräsidenten... Wir sollten ihn, den neuen Bundespräsidenten, jetzt nicht überfordern. Bitte nicht überfordern. Nee. In einer Zeitung stand neulich, der Bundespräsident soll die Tagespolitik intellektuell überstrahlen. Habe ich gedacht, wir sollten ihn auch nicht unterfordern. Nein, nein. Mir reicht's, wenn er schöne Reden hält, so ein wenig mit Pathos, dass mir ab und zu mal einer abgeht. So richtig schöne präsidiale Reden, so, dass er so Familie, Freiheit, Apfelkuchen, Finanzmärkte, ja, reicht schon, mehr kann er doch nicht machen. Ich meine, entschuldigen Sie, eine Präsidentenrede hat noch niemals irgendeine Schweinerei verhindert, aber sie macht sie unter Umständen bekömmlicher. Der Bundespräsident ist praktisch der Unterberg zu schlechtem, fettem Essen. Nein, ich möchte so sagen, er ist das Betthupferl unserer Demokratie. Eine kleine, unverbindliche Aufmerksamkeit, so wie der freundliche Willkommensobstteller im Hotelzimmer. Viel Teller, wenig Obst, das auch schon länger liegt, weil es keiner anrührt. Ja? Was mich allerdings bei der Präsidentensuche gewundert hat, dass es kaum Forderungen gab, das Amt jetzt ganz abzuschaffen. Hätte ich fest damit gerechnet. Nein, alle haben gesagt, wir wollen einen Präsidenten, haben sich Mordsgedanken gemacht. Wissen Sie was, ich glaube, wir sind alle doch letztlich, sind wir Romantiker, oder? Romantiker mit einer stillen, heimlichen Sehnsucht nach einer so ein wenig royalen, väterlichen Symbolfigur für unseren Staat, zuständig für Güte, Objektivität und Heiterkeit. Der Bundespräsident praktisch so eine Mischung aus Dalai Lama, Stiftung Warentest und Rainer Brüderle. Ne? So, ja, kannst du vorstellen. Oh. Na? Ja. Bitte. Malmsheimer, wie
Sieht's bei Ihnen eigentlich mit dem Fasten aus? Eher suboptimal, oder? Bitte mit Verlaub, der Bauch ist der Lehrer der Kunst. Ja, aber der Hunger ist die Magd des Genies. Was? Ja, egal. Sagen Sie mal, nein, um Gottes Willen, nicht aufhängen. Was? Wieso? Nein, bitte, es tät mir leid um den Gauk. Jetzt begreifen Sie es endlich. In dieser Ecke wohnt ein Fluch. Jeder, der wo da hing, war über kurz oder lang weg vom Fenster. Köhler, Gutenberg, Wulff. Nur bei einer hat's nicht hingehauen. Ja. Aber fast hätt's geklappt nach dem Krach mit der FDP. Ja, was hat sich dieser gelieferte Rösler eigentlich dabei gedacht? Er und seine Klientelpartei, die seit Jahren als Putzerfisch im Sog der Union mitschwimmen dürfen und vom Lebertran des konservativen Mutterschiffs künstlich am Leben gehalten werden. Wie konnte er es wagen, unserer Kanzlerin, dieser Frau, die aus Gram und Sorge um unser Land schon nicht mehr in den Schlaf findet, so in den Rücken zu fallen. Was? Er fastet. Ich glaube, er trinkt. Nee. Aber das geht so nicht mehr weiter. Wir müssen irgendwas unternehmen. Ich hätte auch eine Idee. Kommen Sie mal mit, wir müssen das besprechen. Das war doch alles ein abgekartetes Spiel, ein überbandes Spielen mit der Bildzeit, mit der Pizza. Ich hätte sowieso ihn genommen. Otto. Ich hätte Otto genommen, noch ein vermeintlicher Retter für Berlin. Ne, die beiden haben ja fast das gleiche Alter, knackige Früh-70er. Aber eins hat Otto unserem Ersatzkönig voraus. Er hat Griechenland zum Europameister gemacht. Das wird die Hertha nicht vor dem Abstieg retten und unser Land nicht vor dem drohenden Bankrott. Aber bitte, unsere Hauptstadt trägt ja nicht von ungefähr den hübschen Beinamen Spree-Athen. Bin ja mal gespannt, ob der Gauk auch was sagen wird zu all den Themen, die sozialen Brennpunkte in Europa, ob er da auch pastoral, na, eher nicht wahrscheinlich, ne, weil mit dem Sozialen, da hat er's ja nicht so. Deshalb hat er jetzt endgültig auch die Leute von der Union überzeugt. Da war er ja gestern zum Vorstellungsgespräch und er hat gesagt, ja, also es wird ja sozial auch viel übertrieben bei uns und man möge doch auch bedenken, dass Arme in Deutschland heute mehr haben als eine Großmutter in den 30er Jahren. Ja, toll. Na, zu uns als Kindern hat man früher immer gesagt, hab dich nicht so, der Neger hat gar nichts. Na, aber das mit diesem Satz hat er sich endgültig in die Herzen der Unionschristen geredet. Na gut, er hat ja auch seine Lebensaufgabe Freiheit in Verantwortung. Heißt, übersetzt, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Nee, das Soziale, das sind so Themen, die will man nicht. Das Volk lässt sich auch schon anstecken davon. Er hat die Tage einen großen Auftritt gehabt, der Gauk in Fürth. War so Abschiedslesung von seiner Biografie und waren 400 Leute da, war toll. Und vorm Theater, da hat eine Obdachloseninitiative versucht, in großer Freiheit und Verantwortung ihre Straßenzeitung an den Mann zu kriegen. Nicht ein Blatt haben sie verkauft, aber 300 Gauk-Bücher waren ratzfatz vergriffen. Was fange ich mit einem Satz von ihm an wie, ich muss den Leuten sagen, wozu sie da sind. Das hat schon wieder was von Otto. Ich muss meinen Spielern nur sagen, was ich von ihnen will. Das ist ganz einfach. Platz rauf, Platz runter, Platz rauf, Platz runter, Platz rauf, Platz runter, fertig. Ich habe mir gedacht, womöglich hat es mit diesen älteren Heilsbringern noch ganz andere Gründe, um unser Volk wieder auf Linie zu kriegen. Von wegen, hier, hey, Rente mit 67, das ist Luxus aus dem vergangenen Jahrhundert. Schaut euch Leute an, wie den Gauk oder wie den Rehagel. Die sind über 70 und arbeiten und sind fit. Und Jill Sander ist auch wieder da. Ja, gut, bevor Sie als Rentner auf irgendwelche Kaffeefahrten gehen, um dann der Öffentlichkeit vorzujammern, wie übel Sie von den miesen Abzockern. Ein großes Thema der letzten Tage. Doch, auf Kaffeefahrten soll es Betrüger geben. Nein! Das ist ja ähnlich erhellend wie die Erkenntnis der Bild-Zeitung, sind die Ölmultis schuld an den hohen Spritpreisen. Da hat mittlerweile sogar das Kartellamt schon einen Anfangsverdacht. Viele sagen ja,
Ja, man muss ja auch sagen, alle Mitleid haben mit den armen, betrogenen Rentnern. Muss man wirklich, wenn sie jauchzend aus dem Briefkasten eine Gewinnmitteilung fischen von einem Preisausschreiben, an dem sie nie teilgenommen haben und die dann aus purer Dankbarkeit darüber, dass ihr Bus sie heil in ein schäbiges Industriegebiet gebracht hat, sie sich dort widerstandslos wirkungslose Magnetfeldmatten für 3000 Euro andrehen lassen, wofür sie ihre Rente verpfänden müssen, muss man damit Mitleid haben. Im Gegenteil, in solchen Momenten denke ich mir immer nur eins, diese Leute dürfen auch wählen. Teilnehmer an Kaffeefahrten muss man mit sofortigem aktiven Stimmrechtsentzug bestrafen, bei voller Freiheit für Verantwortung. Oh, ja. No. Der Herr Mittermeier. No. Grüß Gott. Ja. Sie, Sie sind ja, wissen Sie, so der Vertreter der jüngeren Generation. Sind Sie auch so berauscht? Freuen Sie sich auch schon so auf das, was kommt? Auf unseren neuen, bald Präsidenten, den Mann mit Rückgrat? Ich meine, Rausch und frohe Erwartung passt jetzt nicht in die Fastenzeit. Da haben wir, also ich habe es mit der Bandscheibe gerade ein bisschen, ich hatte viel Zeit zu lesen. Also und, hat es was genützt? Ja, natürlich. Novalis zum Beispiel, oh. Der hat's auf den Punkt gebracht. Verstehst du, was wir uns erwarten, was wir uns erhoffen? Novalis, richtig. Die Rockband. Es färbte sich die Wiese grün. Das Umwelt ist auch so ein Thema, was unserem Baldpräsidenten noch abgeht. Freunde, Novalis, der Philosoph. Novalis weiß, was wir uns wünschen. Nein, das war Bauknecht. Für die Weiber, für uns Männer ein echter Novalis. Pass auf, Novalis hat zum Beispiel so Sätze geschrieben wie: Der König, also der Bundespräsident, ist das Lebensprinzip des Staates. Ganz dasselbe, was die Sonne im Planetensystem ist, so erzeugt sich das höchste Leben im Staat, das Licht. Mein Gott, Sie haben es ja mit dem Heilfasten noch schlimmer getrieben wie ich. Essen Sie mal was! Essen Sie was! Ach, wem sage ich das sicher, Herr Brugner? Okay. Also, ich weiß wenigstens, was ich nicht tue heute. Ich sage nichts über Wolf, nichts über die FDP, nichts, gar nichts. Wisst ihr warum? Ich habe einen bayerischen Ehrenkodex. Auf einer toten Sau haut man nicht rum, ja? Das ist... Wuff, wuff, Gauk, Gauk, Rösler, ist nur Laber, Laber. Überlege mal, der Verrat von Philipp Rösler an Angela Merkel wurde letzte Woche sofort verfilmt, lief heute Abend 2015 auf Sat.1, die Rache der Wanderhure. Man muss sich das mal reinziehen. Tausende. Lass uns mal reden. Wieso brauchen wir einen neuen Bundespräsidenten? Wieso den Gauk? Der Seehofer, ein Bayer, ist Interimspräsident. Ein Bayer, passt schon. Was soll... Hey, hallo, wir sind Papst. Jetzt sind wir die Nummer 1 im Staat. Wenn der FC Bayern Meister wird, wer will uns die Weltherrschaft dann noch verwehren? Obwohl, eins muss ich zugeben. Letztes Mal habe ich Angst gekriegt, am Aschermittwoch, als sie den Edmund Stoiber exhumiert haben. Da war... Sag mal, bin's nur ich? Der will doch was. Der hat doch was vor. Der macht uns den Putin. Ich bin gegangen, um zu kommen. Der Bumerang, Eddie, da hab ich Angst. Gut, ich muss gewohnt sein, bin in Bayern aufgewachsen. Da wächst du mit Angst auf. Ja, bei uns, in meiner Kindheit, da gab es noch Grundängste. Verstehst du? Früher bei uns, beim Essen, da hieß es oft so, Bob, iss auf, sonst kommt der Russ. Was? Ja, hier ein Lacher, letztes Mal in Leipzig, die haben gar nicht reagiert. Na, aber es wird. Ja, warum auch? War schon. Aber du musst dir das. Zieh dir das wirklich rein. Du sitzt, ich sag, also keine Ahnung, achtjähriger Bub, iss brav auf, sonst kommt der Russ. Und ich habe einmal nachgefragt. Einmal habe ich gefragt, ja, der Russ, kommt da ein Russe? Nein, da kommen viele, alle Russen, ganz viele sind das.
Ja, wenn aber ganz viele Russen kommen, dann kann ich denen ja was zum Essen übrig lassen. Jetzt, du isst es jetzt auf! Der Russe, das war der Al-Qaida meiner Kindheit. Ja? Heute wissen wir, der Russ kommt nimmer. Höchstens zum Skifahren. Also, ich muss auch sagen, mehr Angst davor, als dass der Russ kommt, habe ich, dass der Amerikaner kommt. Weil wenn der Amerikaner kommt, der fährt nicht nur Ski. Der bringt uns seine Bräuche und scheißt uns zu mit seinem ganzen Lebensding. Bräuche, was die alles haben da. Also Waterboarding, Halloween, Koranverbrennung, alles was, ja. Der Amerikaner an sich macht sich ja nicht gerne viele Gedanken, muss man ja sagen. Weißt du, da steht der Amisep, der steht beim Barbecue. Scheiße, wir haben keinen Grillanzünder mehr. Hat jemand noch ein Papier? Oh, da liegen ein paar Bücher. Fitzel! Ja. Na, er liest auch nicht so gern, der Amerikaner. Ja? Und dann bringt er uns seine Bräuche. Halloween! 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 Was soll dieser neumodische amerikanische Irgendwas-Feiertag? Halloween! Bei uns in meiner Kindheit gab es damals noch Allerheiligen! Ja? Für die Jungen wissen wir, haben wir was Allerheiligen? Ein christlich-katholischer Feiertag. An Allerheiligen gehst du als guter Christ ans Grab auf dem Friedhof mit einem neuen Mantel, um ihn herzuzeigen, so wie Gott es uns befohlen hat. Jawohl. Ja. Und es wird. Halloween wird sich nicht durchsetzen bei uns im katholischen Bayern. Kannst du vergessen? Ich habe gehört, in manchen Gegenden bei uns, da wurden 5-jährige Vampire spontan gekreuzigt. Zu Recht selber schuld. Ha? Ja, was glaubst du denn, was passiert, wenn du in Niederbayern an einer niederbayerischen Tür klopfst als Zombie verkleidet? Tüte, das dauert. Glaubst du denn, was da passiert, ha? Da geht die Tür auf. Ja, Mama, das schaut aus wie wir. Du musst. Hey, ganz ehrlich. Halloween. Halloween, wer kleine Kinder hat, völlig unverantwortlich. Hey, meine Tochter beim letzten Halloween, die war noch nicht mal 4. Es läutet, sie rennt zur Tür, macht auf. Und jetzt erklär mal einer knapp 4-Jährigen. 3 Vampire, einem Werwolf, einem Frankenstein. Was sagst du da? Sei froh, dass es nicht der Russ ist. Das funktioniert nicht. Nein. Du musst konstruktiv, da muss man konstruktiv sein, habe ich gesagt. Tochter, Gott, Tochter, schau, das sind Zeugen Jehovas, so schauen die aus. Die haben sich heute extra fein angezogen. Wisst ihr, das ist kein Scheiß. Wisst ihr, die Zeugen Jehovas lieben Halloween. Das ist der einzige Tag im Jahr, wenn sie klingeln, wo sie Süßigkeiten bekommen. In der Fastenzeit. Das Prinzip muss ich mir erst noch merken. Also da bin ich. Das klingelt schon. Da bin ich jetzt aber. Elsig! Hey! Elsig! Ja. Was ist denn? Kommen Sie gerade mal her. Kommen Sie gerade mal her. Ich brauche mal Ihren Rat. Wieso? Ich hatte Ihnen doch gesagt, Klopapier ist alle. Na, Sie brauchen meinen Rat, das finde ich aber jetzt sehr überraschend, weil ich dachte, Sie heilfasten und sind gereinigt und allwissend. Ja, Sie sind doch mein Experte für Öffentlichkeit. Na, können Sie mir mal erklären, warum jetzt der Gauk schon wieder im Vorfeld zum Messias verklärt wird? Das ist doch ganz klar erklärbar. Das ist diese klare Sehnsucht nach einer klaren Haltung. Ja, wenigstens klare Haltung beim Bundespräsidenten. So als Trostpflaster, dass es bei der Kanzlerin oft nicht direkt so vorhanden ist. Das ist ja Quatsch. 77% der Deutschen haben größtes Vertrauen in Frau Dr. Merkel. Ja, aber nur, weil Sie fasten jetzt gerade. Nein, aber Gegenfrage. Gegenfrage. Können Sie mir mal erklären, dieses Geschimpfe und Gejammere immer über unsere angeblich ach so farblosen, langweiligen Politiker von heute und diese merkwürdige Retro-Sehnsucht nach den ach so großen Charakteren von früher, diese Sehnsucht nach einem Franz Josef Strauß, ausgerechnet ein Strauß, der keine Schieberei und keine Sauerei ausgelassen hat, oder diese Sehnsucht auch nach einem Willy Brandt? Ja, das verstehe ich, weil der Mann hatte ja wohl Charakter. Ja, natürlich hat er Charakter, aber hat er auch einen Haufen Weibergeschichten und ganz schön ordentlich gebechert hat er auch. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Nein, aber. Nein, was ich sagen will, Herr Breol.
was ich sagen will. Schauen Sie mal her, überlegen Sie mal, so einer wie der Brandt, der wird doch heute vom Cybermob innerhalb von 2 Wochen aus dem Amt gegoogelt und gejagt. Verstehen Sie? Wir müssten uns schon mal überlegen, ob die Entwicklung eines politischen Charakters überhaupt möglich ist, ohne Brüche, Widersprüche, Alkohol und Weiber. Ja, das ist möglich. Nehmen Sie unsere Kanzlerin. Ja, die ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel. Die hat jetzt ja gerade vor ein paar Tagen da diesen Diktator von Kasachstan empfangen. Ist ihm geradezu hinten reingekrochen wegen der seltenen Erden, ja? Seltene Erden. Das war nicht so charakterfest von ihr. Doch, weil sie handelte nicht aus niederen persönlichen Motiven, sondern im wirtschaftlichen Interesse unseres Landes. Und Sie können beruhigt davon ausgehen, dass sie selbst am meisten unter diesem moralischen Widerspruch leidet. Aber sie leidet still für uns alle. Kann mir doch jetzt nicht bis Ostern diesen Schmarrn anhören. Malmsheimer! Ja, ja. Malmsheimer ist weg. Kommen Sie. Ich komme. Haben Sie alles besorgt, was ich gesagt habe? Ich habe alles. Ja, stehen Sie jetzt vor den Aufzug, dass er es gleich sieht. Und Sie meinen, das wirkt? Es muss wirken. Ja, das ist ja nicht mehr auszuhalten mit dem. Der soll wieder normal werden. Sie meinen, so wie früher? Ich meine, gut, davon konnte von normal natürlich keine Rede sein. Aber ich will mal hoffen, dass dieses hochkalorisch frugale Mahl seinen Beitrag dazu leistet. Oh ja, sehr schön. Maß Bier auch. Aber sagen Sie mal, was ist denn... Ich hatte doch angeordnet, dass ein Nachtisch so an der Panna Cotta Tiramisu... Panna Cotta Tiramisu ist aus. Auf die schnelle Salmonelle. Naja, schauen wir mal. Also, wissen Sie, vielleicht finde ich noch eine Käseplatte von der Weihnachtsfeier. Die Welt steckt voller Wunder. Jetzt musste der oberste Schnäppchenjäger der Republik Schloss Bellevue tatsächlich räumen. Wenn Bellevue im Ruhrgebiet gestanden hätte, dann hätte man ihn nicht Schnäppchenjäger genannt, sondern hätte man gesagt, dem hat man so viel Zucker in den Arsch geblasen, dass ihm beim Furzen Bonbons hinten rausfliegen. So sieht es nämlich aus. Das ist ein schönes Bild. Aber es blieben auch viele Fragen unbeantwortet. Etwa die Frage, warum brummt eigentlich der Kühlschrank? Jetzt schauen Sie mich nicht so an, das ist auch wichtig. Erstmal, wenn die Rätsel in der näheren Umgebung geknackt hat, dann ist man auch bereit für die großen Fragen. Nämlich zum Beispiel die, ob wir überhaupt einen Bundespräsidenten brauchen. Und warum wir sich schon vor Jahren für eine repräsentative Topfpflanze entschieden haben. Die hält länger als 5 Jahre. Die brauchen ein bisschen Licht und ein bisschen Wasser. Und keine 199.000 Euro Ehrensold, verstehst du, ein Leben lang. Als Gegenleistung, ach! Wofür kriegt er denn die Kohle als Gegenleistung für dieses plattitüse Dauergrinsen irgendeines Schwiegersohn-Upgrades? Mir wird schlecht dabei, entschuldigen Sie. Wo war ich? Richtig. Warum brummt eigentlich der Kühlschrank? Da kann man fragen, wen man will. Selbst die Kühlschrankverursacher haben keine Antwort. Und über sowas kann ich lange nachdenken. Und auch das weckt den Terrier in mir. Da denke ich so lange drauf rum, bis ich eine Lösung finde. Ich habe sogar seinerzeit darüber nachgedacht, als sie doch auf Island gewerbsmäßig Schafe aufblies. Das macht heute auch keiner mehr. Dabei gibt es nichts Befriedigendes, als zu sehen, wie so ein praller Bock flatternden Gemächts sanft abstreift und melodisch blökend gen Grönland im Abendrot seine Leuchtspur übers Firmament zieht. Ach, Quatsch. Ich weiß jetzt, warum der Kühlschrank brummt. Der Kühlschrank brummt, weil in den kleinen Joghurtbecherchen die rechtsdrehenden Joghurtkulturen die Obststückchen immer so im Kreis schubsen. Das kann man auch sehen. Psst, das kann ganz leise sein. Und wenn man dann mit 2 spitzen Fingern das Aluhäutchen vom großen Bauer zupft und dann Zeuge wird, wie so ein Pfirsichschnitzchen, einer Delfinfinne gleich, die Oberfläche des Joghurts in stetem Rühren zirkelnd kerbt, dann bekommt man einen Begriff für die Schönheit der Schöpfung. Malmsheimer! Was denn? Malmsheimer, kann man mal einen schönen Gedanken in Ruhe zu Ende? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade... Ich wollte einmal was Schönes sagen. Es ist doch zum Kotzen. Ja, was ist... Das ist doch eine Unverschämtheit, sowas in der Fleischlohnzeit. Das ist, grenzt ja an Blasphemie. Obwohl... Herr Priol, so sieht also Ihre Fastenzeit aus. Herr Reichow. Ja, das riecht ja bis hier oben. Meine Güte. Ist das, sagen Sie mal, ist das noch von Lanz kocht? Nein, nein, das...
muss irgendein Fastenbrecher stehen gelassen. Sie nehmen die Finger weg, auf Zimmer 7 ist Ihr Einlauf schon vorbereitet. Ich gehe mich mal rasch drum kümmern. Ach übrigens, wie läuft's denn so mit der Musiktherapie? Sehr gut. Soll ich mal vorspielen? Nein, danke. Meine Berufserfahrung lehrt mich zu wissen, was uns allen bevorsteht. Bis später. Unfassbar. Also, wir Deutsche, ja, wir sind doch wieder die Nummer 1 in Europa, ja, wenn nicht sogar in der ganzen Welt. Ich meine, wir müssen auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf unsere Nachbarstaaten. Ja. Wir dürfen jetzt nicht arrogant sein. Es gibt auch andere Länder und andere Sprachen. Ja. Ich will es nur hier andeuten mal, was es ist. Es gibt zum Beispiel Englisch. Ja. Jetzt hier, wie gesagt, nur andeuten. Es gibt wunderschöne Geräusche aus Russland. Ja, und wir kennen diese Moskowiter Suizidchansons. Ja. Der Russe wird überschätzt. Nein, aber die Mutter, die Wiege des Chansons, ja, das ist natürlich nach wie vor Frankreich. Ja. Und da fällt mir dieses wunderschöne, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen, ein wunderschönes altes Kinderlied oder Weihnachtslied, ich weiß nicht mehr ganz genau. Kennen Sie es noch? La 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 la. Kennen Sie es noch? Ja? Also ich glaube, es war ein Kinderlied. La 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 la. Und dann ging's los. Je vais, je sais, je sais. Je sais, der Text war uns doch egal, oder? Je sais, je sais, je sais. Ich kriege jetzt noch feuchte Hände, wenn ich an das Lied denke. Ja? Aber ich habe den ersten Blues drauf gefasst. Je sais, je. Da waren doch zwei Leute in dem Lied, oder? Da waren zwei. Ja? Er hat immer nur gerufen, moi non plus. Moi non plus, hat er gerufen. Weiß nicht, was das heißt. Wahrscheinlich, es hat aufgehört zu regnen oder sowas. Moi non plus. Und sie hatte wohl irgendwie was Schweres getragen. So einen schweren Bottich oder so hatte sie getragen. Ja, ja, irgendwas, was Nasses oder sowas. Also, hat sie ganz, ganz schwer. Also, da war sie ganz erleichtert. Vielleicht nasse Wäsche. Hört es die nasse Wäsche? Das käme auch sprachlich in. Je wäsche so. Je sais. Je sais. Je wäsche so. Bügelwäsche so. Je wäsche so. Je sais. Je sais. Es kann wirklich sein, eher typisch Mann. Er steht am Fenster. Moi non plus. Kann es gleich wieder aufhängen, die Wäsche. Und sie hat gerade erst den Bottich abgestellt. Ah, ich hab's doch gerade erst reingeholt. Je wäsche so. Weiße Wäsche so. Die Franzosen, ja, typisch. Immer nur Wäsche im Kopf. Da geht's immer nur um Wäsche. Das ist, die haben ja auch diesen witzigen Staatspräsidenten, diesen Louis de Funès. Das ist ein Typ, das muss man sich mal vorstellen. Der Mann ist Staatspräsident von Frankreich. Ja? Und er benimmt sich wie ein deutscher Wimbledon-Sieger. Ja? Je wäsche so. Wäschekammer, je. Muss ich eigentlich singen. Ja, das wissen Sie, wenn ich meine. Wäschekammer, je. Aus Leimen. Je wäsche so. Und seine Frau, die Carla Bruni, die hat doch mal dieses, die war ja nicht immer schwanger. Die hat doch bei Gottschalk, hat sie doch mal dieses Lied mit der Gitarre vom Bauch. Hat sie doch mal. Aber wissen Sie es noch? Je sais, 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 je. Das war derselbe Text, nur schneller. Je sais, je sais. So ist das Original. Je sais, je sais, je sais. Und die war ja von Beruf Wäsche praktisch. Ja? Stellen Sie sich das mal in Deutschland vor. Nicolas Sarkozy und Carla Bruni. Stellen Sie sich das mal in Deutschland vor. Die deutsche Bundeskanzlerin. Undenkbar. Unvorstellbar. Wir können es uns vielleicht mal ausmalen. Ja, stellen Sie sich mal vor, Angela Merkel am Strand von Rügen. Je vais, je vais, je vais. Hand in Hand mit Tom Cruise. Je vais, je vais. Er trägt eine Augenklappe.
vielleicht sogar zwei. Je vais, je vais, je. Und sie trägt ein Bikini. Na, das kann man sich nicht vorstellen. Ich weiß, was sie anhat. Sie trägt eine dunkelgraue Badejacke mit drei Knöpfen. Herr Reinhold, da war ja schon viel Schönes dabei. Haben Sie mal überlegt, die Musik ganz sein zu lassen und sich mit dem Trockenpflanzenbau hinzugeben? Das macht auch weniger Geräusche. Bloß anerkennen, dass die Kanzlerin gute Arbeit geleistet hat. Sie leistet ein Arbeitspensum, das ist unglaublich. Sie opfert ihre Kanzler. Mir hat auch so ein bisschen, könnte eine ohne Rücksicht für Europa, für uns alle. Man kann sich natürlich auch mal nach den Beweggründen fragen. Was treibt diese Frau an? Warum macht sie das? Sie, die nur an Machtpolitik interessiert ist. Sie die einzig und allein, sie wickelt ein Arbeitspensum ab, weil das kommt nicht am Abwickeln, da kennt sie sich aus. Erst die DDR, jetzt Griechenland, dann Europa und zum Schluss sind wir dran. Na, und da erwarten alle Leute, aber die Deutschen sagen, nein, diese Frau wird uns sicher und beherzt und klug aus der Krise herausführen. Die gleiche Frau, die bei zwei Präsidentschaftskandidaten ihre Uninkompetenz bewiesen hat, von ihr erwartet man allen Ernstes, dass sie uns an Skylla und Charybdis vorbei sicher durch die Untiefen der Finanzkrise meandert. Scheiß aufs Fasten! Ich beginne wieder klar zu sehen. Ich weiß, diese Frau hat ein Ziel, die Euro-Rettung im Alleingang. Natürlich, deshalb war sie so sauer, als jetzt das Verfassungsgericht gesagt hat, Moment mal, was ihr da vorhabt, mit neuen Hanseln in einem geheimen Gremium irgendwie da die finanzielle Zukunft des Landes auszuschnapsen. Nein, das geht nicht, da muss schon das Parlament als Ganzes befragt werden. Da hat sie vielleicht getobt, früher in der Volkskammer wäre sowas nicht passiert. Alle für die Euro-Rettung. Deswegen ist sie sogar nach China gereist neulich, als die ihr Neujahrsfest hatten. War toll. Die Chinesen beginnen feierlich das Jahr des Drachen. Und wer kommt zu Besuch? Das ist unglaublich. Das ist. Und was war dann? War irgendwas? Hat sie irgendwas gesagt zu ihren Top-Themen von früher, Umwelt oder Menschenrechte? Nein, gar nichts. Dass die Chinesen nach wie vor den Schlechter von Syrien unterstützen. Boah, kein Wort, Hauptsache, sie investieren bei uns und dann war sie wieder fort. Gut, sie reist halt, gell. Man hat da noch einiges nachzuholen von früher. Jetzt macht sie Wahlkampf für Sarkozy. Das macht Hoffnung, ne, weil im Präsidentenversemmeln kennt sie sich aus. Aber der kleine Gestauchte hat sich ja an sie angewandelt. Ich bewundere diese Frau, die 80 Millionen Deutsche so gut durch die Krise gebracht hat. Hä? Ich habe gar nicht gewusst, dass die Krise vorbei ist. Und sie hat uns wie Moses, der das Meer geteilt hat. Vielleicht sollten sich die Deutschen mal fragen, wer hier wen. Aber das macht der Deutsche nicht. Das ist ihm schon wieder viel zu aufwieglerisch. Es müsste doch mittlerweile auch der Letzte sehen, dass es Millionen Deutsche waren, die Merkel durch die Krise gebracht haben. Mit Lohnverzicht und Kurzarbeit und allem drum und dran. Es ist wirklich, diese Frau ist ein Phänomen. Wie alles, was sie ist für alles, sie ist für nichts in Verbindung gebracht. Die Wulff-Affäre, für die sie verantwortlich ist, wer hat am meisten von ihr profitiert? Die unsere Marienerscheinung. Das ist doch in Spanien oder Griechenland, da braucht sie sich derzeit nimmer blicken zu lassen. Mein lieber Freund, da hat sie Popularitätswerte wie einst George W. Bush im arabischen Raum. Na, bei uns,
Bei uns da genügt es schon, wenn Sie auf der Gedenkfeier für die Opfer von der braunen Zwickauer Zelle einfach verständnisvoll meint, wir vergessen zu schnell. Oh nein! Ich nicht! Mädchen, ich hab nicht vergessen, wie du dich beim vorletzten CDU-Parteitag von der Jungen Union hast abfeiern lassen für deinen unsäglichen Satz. Der Ansatz von Multikulti in Deutschland ist gescheitert. Absolut gescheitert. Und da haben aber die Sarrazin-Jünger Kasatschok getanzt, mein lieber Freund. Wir vergessen zu schnell. Und neben mir auf dem Podium steht wer? Der Seehofer, unser Interims-Bundespräsident. Allein der Mann ist doch Beweis genug, dass dieses Amt überflüssig ist. Der Seehofer, der beim vorletzten Aschermittwoch noch geholzt hat. Ich werde unkontrollierte Einwanderung bis zur letzten Patrone bekämpfen. Ja, super, da nutzt mir auch Ihr Konsensgesäusel nichts von wegen. Wer gefährlich sind, vor allem jene, die Vorurteile schüren, die ein Klima der Verachtung erzeugen. Das soll sie mal in Griechenland sagen. Da wäre Stimmung. Da sitzen die Griechen da und sagen, stimmt, jammers, diese Frau weiß, wovon sie redet. Hat sich unsere Blendgranate aus der Uckermark einmal Gedanken darüber gemacht, wie schlecht es den Leuten geht, die sie kaputt spart? Hat sie Briol, einmal... Briol, was höre ich denn da? Hä? Ich bin wieder da! Ja, ja. Ja, wer hat denn da von unserem Tellerli genascht? Das war aber ein kurzer Ramadan, hä? Ja, wer hat denn das Tellerli da hingestellt? Ja. Manchmal frage ich mich schon, arbeiten Sie eigentlich für mich oder gegen mich? Im Interesse des Markenkerns dieser Anstalt wollte ich einfach, dass es Ihnen wieder besser geht. Ja, seit es mir wieder besser geht, könnte ich schon wieder kurz... Ja, das begrüße ich sehr. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch ein gelungener Abschluss. Hm? So, Käse schließt den Magen. Ja. Oh. Alles Müller oder was? Ah, ein Mann. Ein Mann sieht Brot. Schauen Sie rein, Briol. Sie haben viel nachzuholen. Schluss mit dem Konsenskäse. Hm? Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich nehme Käse, oder was? Nein, Schluss. Ja, eben. Schauen Sie mal auf die Uhr. Oh. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren satirischen Appetitzüglern Jochen Malmsheimer, Michael Mittermeier und Lars Rechow. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet im schönen Frühling am 27. März. Immer am Dienstag, 22:15 Uhr, live direkt nach dem Höchstlauf.